Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und Freunde, ja, ihr merkt schon, heute gibt es kein normales Brawl Stars Video, wie immer. Denn ja, heute gibt es leider ein bisschen ein ernsteres Video. Ein Thema, was mich leider die letzten Tage und Wochen ziemlich krass beschäftigt hat. Deswegen es mir auch öfter echt nicht so gut ging. Keine Sorge, es ist nichts extrem Schlimmes oder so. Aber es ist trotzdem eine Sache, die ich euch auf jeden Fall mitteilen will und eine Sache, die sich auch ein bisschen ändern wird jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen. Ich fange einfach mal damit an. Viele, die meine Livestreams schauen, haben schon mitbekommen, dass in letzter Zeit ich extrem große Probleme habe beim Livestream mit meiner Internetleitung. Es ist fast unmöglich für mich, normal zu livestreamen. Gestern zum Beispiel ist der Livestream nach 20 Minuten abgestürzt. Ich bin wirklich danach komplett ausgerastet. Ich habe hier auf diese Stuhllehne so krass draufgehauen und rumgeschrien, das glaubt ihr gar nicht. Ihr habt das gar nicht mitbekommen, weil der Stream, wie gesagt, abgebrochen ist. Das würde mich auch gar nicht so krass stören, wenn das nur ein Stream gewesen wäre, aber es ist leider bei jedem Livestream so in den letzten Wochen, dass ständig eben Unterbrechungen, Internetausfälle, alles Mögliche sind, weshalb der Livestream für meine Zuschauer leider nicht wirklich ansehbar ist, ne? Für fast alle eigentlich. Es gibt ständig Unterbrechungen, Lags, Standbilder, Blackscreen und das alles eben wegen meinem Internet. Ihr wisst, ich bin umgezogen vor ein paar Monaten. Anfangs ging es ja noch eigentlich ganz okay, dann wurde es irgendwie immer schlimmer und ich kann selbst nicht sagen, woran das liegt. Ich habe extra, wie gesagt, diese ganze Wohnung umbauen lassen nach meinen Vorstellungen. Ich habe hier als Beispiel, ne, damit ihr nur versteht, was ich auch meine. Ich habe zum Beispiel diesen Raum hier, wo ich eben Aufnahmen mache und Livestreams, weil ich halt öfter mal ein bisschen laut werde, ein bisschen rumschreie, ihr kennt mich ja, habe ich extra schalldämmen lassen, professionell, die ganzen Wände und die Decke quasi, dass halt weniger Lautstärke zu den Nachbarn durchkommt und so weiter, wofür ich zum Beispiel alleine 5000 Euro ausgegeben habe. Ich habe hier wirklich in dieser Wohnung alles so angepasst, wie ich es mir wirklich wünsche, habe auch mit Absicht das beste Internet gebucht bei meinem Internetanbieter, den ich jetzt mal namentlich nicht nenne. Viele wissen aber, wen es hier genau geht. Habe extrem große Probleme damit. Niemand kann mir helfen bei dem Technik, von den Technikern und so weiter. Ich habe schon mehrmals jetzt telefoniert, mehrere Stunden, schon sehr, sehr oft und ja, immer wurde mir nicht weitergeholfen. Und angeblich ist alles okay. Und wie gesagt, es ist eben nicht alles okay, weil es ist unmöglich für mich hier zu livestreamen. Ihr wisst, ich tue seit über 2,5 Jahren jeden Tag livestreamen. Das ist wirklich nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Leidenschaft. Ich liebe es wirklich zu livestreamen. Und leider ja, wird mir hier quasi gesagt, so indirekt, ne, du darfst einfach nicht livestreamen, was extrem schlimm für mich ist, Leute. Was mache ich jetzt also? Ihr habt jetzt die Situation ungefähr gesehen. Was mache ich jetzt? Was wird sich ändern in den nächsten Wochen? Ich hätte einmal die Möglichkeit gehabt, mir ein Hotel zu buchen für mehrere Wochen und von einem Hotelzimmer aus alle Livestreams zu machen. Das wäre natürlich extrem teuer, weil ich müsste auch ein sehr gutes Hotel nehmen, wo es gutes Hotel-WLAN gibt. Die Möglichkeit ist halt fast unmöglich. Also klar, man könnte es notfalls machen, aber das ist auch echt Loss eigentlich. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich, ich muss nochmal genau mit meinen Eltern drüber reden. Ich mache es eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen ungern, weil ich bin ja eigentlich ausgezogen. Ich werde wohl oder übel wahrscheinlich mit meinem Laptop und ein paar Notequipment-Sachen quasi zu meinen Eltern zurückgehen müssen und von dort aus Livestreams machen müssen. Mit einer leider schlechteren Qualität, als ihr das von hier aus gewohnt seid. Mit einem richtig guten Mikro, einer richtig guten Kamera und wie gesagt mit dem, so wie ihr es eben gewohnt seid. Die Videos betrifft das übrigens nicht, ne, weil Videos hochladen geht von überall aus quasi. Es betrifft tatsächlich nur die Livestreams, aber was heißt nur die Livestreams? Für mich sind Livestreams extrem wichtig. Und ich freue mich einfach jeden Abend darauf zu livestreamen, manchmal auch morgens, ihr wisst es ja. Deswegen werdet ihr ab heute 19.30 Uhr, ne, werde ich den ersten Livestream machen, der nicht leider von hier ist. Es ist natürlich auch ein ziemlich großer Aufwand, für jeden Livestream extra wieder zurück zu meinem alten Zuhause zu fahren, dort zu streamen und wieder zurück hierher zu fahren. Und das eben jeden Tag, teilweise auch mehrmals, manchmal in der Upstate-Zeit streame ich auch mehrmals pro Tag und muss dann eben mehrere Male hin und her und hin und her. Wenn ich dann wieder esse, muss ich wieder hierher, dann muss ich wieder zurück und so weiter. Ne? Was natürlich extrem viel Zeit und Arbeit auf sich nimmt. Und leider wird die Streamqualität ein bisschen darunter leiden, was halt, ne, sehr schade ist. Trotzdem sollte es dann störungsfrei wieder funktionieren, weil damals habe ich ja auch quasi dort geleistet ohne Probleme.
Das Problem ist nur, ich möchte natürlich jetzt nicht meinen PC, mein ganzes Equipment mehrere Male rüber transportieren und wieder hierher. Das geht nicht. Deswegen muss ich das halt mit meinem Laptop, mit so einem Notfall-Equipment, Notfall-Setup machen, ihr wisst es. So wie ich manchmal in Hotels auch streame, das ist eigentlich wirklich nur ein Notfall-Equipment, wirklich. Aber so wird das dann die nächsten Wochen wahrscheinlich laufen. Denn ich habe jetzt meinen Internetvertrag komplett gekündigt, aber das geht wie gesagt nicht innerhalb von einigen Stunden oder Tagen, dass ich dann einfach einen anderen buchen kann, sondern das sind Wochen, teilweise Monate, bis das quasi wieder funktioniert mit einem anderen Internetanbieter. Das ist extrem aufwendig leider. Deswegen werdet ihr vermutlich ein bisschen andere Livestreams jetzt sehen in der nächsten Zeit. Und langfristig gesehen kann das sogar noch schlimmere Folgen haben, das Ganze, denn ich lebe nicht in einer wirklich so großen Stadt, eher in einem Dorf, Leute, und hier gibt es einfach nicht so viele Internetmöglichkeiten. Ich habe hauptsächlich, wie gesagt, den Internetanbieter, den ich gerade habe, oder einen anderen, und mit dem habe ich auch schon telefoniert, und die sagen, es ist relativ schwierig, dir das hinzubekommen, weil hier schon eigentlich alle Leitungen belegt sind. Frag mich nicht, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Und das wird jetzt alles geprüft, ob das überhaupt möglich ist. Im schlimmsten Fall muss ich vielleicht sogar ausziehen aus dieser Wohnung, was für mich sehr, sehr schlimm wäre, weil das ist wirklich meine Traumwohnung. Die habe ich so extra renoviert. Ich habe hier alles gemacht, so wie ich es genau mir gewünscht habe. Ich bin eigentlich super zufrieden mit dieser ganzen Wohnung. Ist auch meine erste eigene Wohnung. Wenn ich hier ausziehen müsste, wäre das echt sehr schlimm für mich. Ich müsste dann in eine komplett neue Wohnung, ich müsste mir komplett alle Möbeln wahrscheinlich neu kaufen, weil die da nicht mehr reinpassen würden in die andere Wohnung und so weiter. Ihr könnt euch das echt nicht vorstellen. Und ja, ich habe auch so viel Geld investiert, ich will es eigentlich auch gar nicht sagen, aber es war schon echt mega viel so. Und das wäre einfach echt schlimm für mich, wenn ich hier nicht mal meinen Beruf so ausüben könnte und meine Leidenschaft. Wie gesagt, Videos kann ich von hier machen, aber eben Livestreams sind unmöglich. Das ist jetzt auch nicht nur einmal gewesen oder zweimal, Leute. Ich spreche hier wirklich von 10, 20, 30 Livestreams in Folge, die einfach uns unanschaubar waren für die Zuschauer. Das tut mir auch echt leid. Alles, was ich während Livestreams im Chat lese, ist Lag, ich sehe nichts, Störung. Und es ist ja klar, dass die Livestreams keinen Spaß machen, sowohl für mich als auch für die Zuschauer. Da muss ich also sofort etwas ändern. Das kann ich nicht quasi mit mir vereinbaren, dass jetzt für mehrere Wochen keine Streams kommen. Das wäre für mich unmöglich, Leute. Und deswegen, ja, werdet ihr die Livestreams aus einer anderen Umgebung sehen, mit einer bisschen schlechteren Kameraqualität und so weiter. Weil ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie viel Arbeit auch das auch ist, das ganze Setup hier hinzubekommen. Mit so einer richtig fetten Kamera und so weiter. Das kann ich nicht mehrere Male pro Tag rüber transportieren. Ja, Freunde, deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr mich da supportet. Lasst unbedingt ein Like da und dass ihr euch die Streams auf jeden Fall anschauen werdet. Und genau, Freunde, was soll ich sagen? Wir sehen uns und damit ciao, ciao.